Bro, Jan, Alter, lass uns drei Stück klauen. Ich bin ja da das Wert, das war mir naja, na schon. Oh, oh. Wow. Bro, ich will in den Krieg ziehen, wenn ich das Mikrofon. I ain't going down, down with you. If you're going down, down. Hi, mein Bruder. Hi, erstmal, wie heißt du? Roman. Roman. Roman, wir sind hier bei Levit, Mikrofonhersteller aus Österreich. Hier haben wir sogar Alperau, RB, Alter, mit mir. Auf der Seite, Alter. Hi. Alper ist mein Robin, wenn ich Batman wäre. Also wir sind jetzt 10 Stunden extra hergefahren, so, weil wir eben ein Mikrofon abholen wollten. Wir hätten den bestellen können, aber dann warst du so nett und meintest, hey, das ist für euch und so, wir kennen euch auch. Lasst uns hier ein bisschen chillen und ja. Ja. Also ich bin froh, hier zu sein. Dankeschön. Freut mich. Danke, dass du gekommen bist. Wir gucken jetzt ein bisschen das Studio hier alles an. Ich glaube, wir haben auch hier eine Studio-Session. Gleich rasten wir komplett aus. Vielleicht gucken wir ein paar Produkte an und so. Wie ist das? Sollen wir das hier angucken, dieses Mikrofon? Oder? Wir haben Produkte in unserem Studio aufgebaut. Ja. Wir können uns auch gerne hier das 1040 anschauen, wie ihr wollt. Ja? Ich habe noch nie dieses Mikrofon gesehen, aber Pascal hat viel davon erzählt. Schauen wir uns vielleicht das Produkt an. Schauen wir uns das an. Komm. Das ist unser neuestes Flagship-Mikro. Ja. Und wir haben uns damals, als diese Entwicklung angefangen hat, zum Ziel gemacht, das ultimative Mikrofonsystem zu entwickeln, wie man hier sieht. Ja. Und diese Reise hat vor mehr als 7 Jahren begonnen. Boah. Also wir haben uns wirklich Zeit gelassen. 7 Jahre Produktentwicklung. Ja, ja, es war auch am Anfang viel Research-Projekt und viel Findung. Was wollen wir denn wirklich? Was ist denn ultimatives Mikrofonsystem? Ja. Wir haben zum Beispiel uns ja damit beschäftigt mit verschiedenen Soundcharakteristiken. Ja. Es ist ja auch oft so, je nachdem, was für eine Stimme oder was für eine Klangquelle du hast, verwendest du andere Mikros. Ja. Die Realität, wenn man dann Studios besucht, ist, dass du keine Zeit hast, um etliche Mikros durchzuprobieren. Ja, ja, ja. Der Künstler kommt, vielleicht kann man 1, 2 Mikros durchprobieren, aber dann will man diesen Flow haben. Und also uns war wichtig, viele Klangcharakteristiken zu haben und die auch gut bedienen zu können. Hier ist unser Tonstudio. So, hereinspaziert. Boah, boah! Stark, das sieht aus wie so ein Dings. Büro von Iron Man. Das ist zu krass. Maßgeschneiderte, extra für dieses Studio angefertigte Boxen. Boah. Ja. Das ist zu fett, Alter. Das ist echt fett. Wie hast du das alles hier aufgebaut, Bruder? Hast du das hier alles aufgebaut und wie war die Geschichte und wie war der Weg? Ja, also ich habe die Firma gegründet und das Ganze hat stattgefunden 2009. Boah. Und davor war ich schon in der Audiobranche tätig. Aber ich habe mir immer gedacht, es muss bessere Mikros geben, es muss besseres Audio-Equipment geben. Und mit diesem Anspruch habe ich dann irgendwann einmal all meinen Mut zusammengefasst und diese Firma gegründet. Das Problem, was ich auch immer gesehen habe in Studios, ist, selbst wenn du zum Beispiel ein Mikrofon kennst, zum Beispiel so ein U87 oder ein C800G oder so ein Neumann, der standardmäßig von ihnen benutzt wird, bei denen ist das Problem, du hast schon eine Charakteristik von Sound, aber um dich einigermaßen korrekt hören zu können, brauchst du ja Equalizer, Kompressor, das alles. Und das verändert halt den Sound nochmal. Weißt du, ich meine? So, ja, klar. Und das ist Ding, ja. Viel vorteilhafter gleich an der Quelle mit dem richtigen Sound zu starten. Ich glaube, der natürlich hat viel Range, oder? So, ich glaube, der Mikrofon hat viel Volumen quasi von oben nach unten. Ja, also Dynamic Range und die ganze Spezifikation, Eigenrauschen und so weiter, ist alles top. Ich bin gespannt, wie das aussieht jetzt. Ja, der Koffer ist auf jeden Fall sehr süß. Ja. Der ist auch süß, so voll portable so, zum Mitnehmen. Also okay. so fängt das ja an. Aufgeregt, Alter. Mhm. Boah, richtig schön verpackt auch. Ist das Magnet? Das ist einfach Magnet. Ja, das ist magnetisch. Bro, Jan, Alter, lass uns 3 Stück klauen. so sieht das aus, schau, wenn es an ist auch. Sieht schon süß aus, ne? Boah. Wir nehmen das mit in die Hood, Bruder. Oh, Scheiße. Ja? Also bevor wir die Akustik hier drinnen gemacht haben, hatten wir 4 Sekunden Nachhall hier drinnen. Also
mörderlang. Ja. Klatscht. 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir 300 Millisekunden. Noch. Boah. Du merkst, wie trocken es ist, aber wir haben auch hier eine Wand, die etwas mehr reflektiert. Damit kann man super arbeiten. Hier ist ein bisschen mehr Leben im Raum und dort ist es ein bisschen trockener. Ja. Ich feiere auch dieses Offene viel besser als so Booths. Booth ist zu trocken, ich finde das auch zu oldschool und so, wenn Kollegen nicht so rumstehen und ausrasten, wenn du aufnimmst, ist das nicht das Wahre. Es muss sich irgendwie anfühlen. Ja, genau. Ich finde, diese Charakteristik muss sein, dieses, dass man sich trotzdem in einen Raum bewegt irgendwie, aber der muss halt so wie der sein, aber das ist krass gemacht. Ich finde das auch sehr hart, so auf rostig angelehnt. Ja, ist das Rost? Ah, das ist Rost sogar. Ja, das ist bearbeitet worden. Boah, krass, Alter. Das ist echt ein drippiges Studio, Alter. War es schwer, überhaupt diesen Schritt zu machen, weil zum Beispiel, man kann vieles erfinden, so eine Frühstücksbar oder keine Ahnung, irgend so ein Automat, wo Produkte drin sind. So, man kann vieles entwickeln, aber so Mikrofonhersteller werden ist schon ein gewagter Schritt eigentlich. Und dann auch erfolgreich groß zu werden, ist schon krass eigentlich. Auch Respekt an der Stelle wirklich. Vielen Dank, ja. Da hast du recht, da muss viel mitspielen. Ja. Aber ich bin der Überzeugung, dass einem das Leben auch vieles ermöglicht. Man muss einfach nur wach durchs Leben gehen und versuchen, die Chancen auch wahrzunehmen. In meinem Fall war das so, ich habe sehr lange, war ich schon in meinem damaligen Job unzufrieden. Ja. Und ich habe mich dann auch sehr in andere Sachen fokussiert, wie zum Beispiel meinen Freundeskreis. Ich habe damals in einer Wohngemeinschaft mit meinen besten Freunden gewohnt und wir hatten halt dann viel Party, viel Freizeit. Ja. Bis ich dann eines Tages einen Autounfall hatte und mir irgendwie ein Licht aufgegangen ist. Ich muss was anfangen mit meinem Leben, das mir wirklich wichtig ist. Ja. Und ich habe mich dann in den folgenden Monaten darauf besonnen, was mir wichtig ist. Und das war halt Gemeinschaft mit gleichgesinnten Leuten, aber eben auch Audio und Technik. Ja. Oh, das ist quasi die ganze Produktreihe hier, ne? Das ist das meiste von unserer Produktreihe. Wir haben einmal Live-Mikrofone, wir haben hier eine Studio-Reihe an Mikrofonen, die sieht man hier. Und wir haben seit kurzem auch ein Audio-Interface am Markt, das Connect 6. Oh! Genau. Das ist jetzt vor 3 Monaten rausgekommen. Das ist einfach ein Transformers. Alpa Abi, bitte. Ja, vielleicht fangen wir gleich mit dem Herzstück an, das Mikrofon. Das sieht einfach aus wie so ein 1:1, wie so ein R8. Hier vorne und hier hinten ist dieser Motor. 1:1. Das ist das Mikrofon. Oder? Um ein bisschen Kontext zu geben, also es ist ein Röhrenmikrofon, wie man das sieht, oder? Ja. Und die Spezialität von dem Mikro ist es aber auch ein FET-Mikrofon. Das heißt, du hast zwei Schaltungsteile da drinnen und je nach Schaltungsteil hast du verschiedene Klangcharakteristiken. Ja. Ich lebe in einem Albtraum, rette mich. Es ist zu spät, ich schlaf kaum, wir sehen uns nicht. Опять я накурился без тебя. Опять я накурился, как всегда. Wir entwickeln unsere Mikrofone hier in Österreich. Also alles, was über Software, Mechanik, Akustik, Elektronik, all das wird hier in Wien entwickelt. Ja. Und wir fertigen unsere Produkte in China. Ja, das ist auch heute noch so. Luit ist eine sehr internationale Firma. Wir haben 5 Standorte. Wir sind in den USA und Europa natürlich, China. Und wir haben über 20 Nationalitäten. Ja. Bei unseren Mitarbeitern. Und das ist auch, finde ich, das Schöne an der Firma. Es ist sehr divers. Egal, wo man herkommt, ist man einsmäßig. So. Und es geht um die Musik hier quasi. Boah, der ist hart. Любовь как кошмар, убиваешь ты меня. Я прошу тебя, перестань со мной играть. Перестань думать, что все будет без меня, окей, что все будет. Und jetzt. Nächtelang wach und sie fragt, wo ich bin. Nächtelang wach und sie vermisst nur mich. Sie denkt so. Einfach eine ganze Konsole dabei. So, also das ist das Power Supply. Oh mein Gott.
Ist das das Schwierige? Oder? Bro, wie schwer ist das? Okay. Ah, okay, und hier steht quasi die Charakteristik von dem Tube. Genau, also der Röhren, vielleicht schauen wir uns das zuerst an, das ist ja die Schaltung. Du hast zwischen FET-Schaltkreis, der einen sehr neutralen, klaren Klang zur Verfügung stellt. Und auf der anderen Seite hast du den Röhrenschaltkreis, wo du halt mit einer Röhre Obertöne erzeugst. Das hat diesen typischen warmen Klang. Jetzt hast du die Möglichkeit, dass du das Ganze auch halb sogar auf mischt, ineinander mischt. Ja. Das ist krass. Und was weiter ist, ist, dass der Röhrenteil, der hat vier verschiedene Klangcharakteristiken. Ja. Die haben wir Clear, Warm, Dark und Saturated benannt. Und jetzt kannst du halt dadurch unendlich verschiedene Soundcharakteristiken abrufen. Ja. Und jeder von denen kann gemischt werden mit dem. Genau. Also und das ist jedes Mal quasi nochmal anders. So ist es. Wow. Hier haben wir unsere Live-Linie. Ich möchte nur zwei, drei Mikros kurz vorstellen. Das ist unser Bestseller, das LCD440 Pure. Mhm. Das Ziel vom Mikro war, Hightech für alle möglich zu machen. Es ist, wir haben ein paar Features wie einen Low-Cut und Pad weggelassen, damit wir einen günstigeren Preis machen können und absolut genialen Sound für alle. Bei 280 Euro circa sind wir hier. Und es ist richtig, richtig ein gutes Mikrofon. Fühlt sich auch sehr wertig an, wenn man den hält. Allgemein, alle Mikrofone fühlen sich sehr wertig an. Wir haben jetzt die RTL-Studios auch damit ausgestattet. Also es sind in Deutschland, RTL-Deutschland-Studios haben 70 Stück von denen. Was ich auch sehr krass finde, ist halt, Mikrofone haben ja eine Geschichte. Zum Beispiel so ein Shure SM7B ist halt dieses Michael Jackson-Mikrofon. Egal wann du mit irgendwas anfangen willst, du holst ja eigentlich ein Shure SM7B. Und danach macht man einfach nichts mehr. Das ist genau wie bei Vintage-Kameras so ist. Mikrofone kamen mal raus. Und du weißt ja, dieses zum Beispiel ein Kompressor, so ein CL1B, so, der ist 30, 40 Jahre alt zum Beispiel. Oder ein Neve, der originale 17 irgendwas, die sind auch sehr alt. Aber die Technik wurde nie neu entwickelt. Aber diese Firma hat quasi in diesem Mikrofonleben die Technik neu entwickelt. Und deswegen ist das für mich ein gewagter Schritt gewesen. Und unser Ziel ist es, allen kreativen Köpfen da draußen, sei es jetzt sehr professionelle Musiker, Toningenieure, aber auch Leute, die einfach sich für Audio interessieren und anfangen wollen damit. Ja, ich habe hier auch im Haus das Gefühl gehabt, dass ihr als Mikrofonhersteller so eine Marke sein wollt, die sagt, dass wir euch quasi Ton in jeglicher Art und Hinsicht bieten wollen, egal wie ihr das machen wollt. Und cool ist ja auch, dass man sich halt wirklich mit der Materie Ton befasst, so als Hersteller. Und wenn man hier eine coole Idee hat und jemand sagt, oh, so ein Ansteckmic vielleicht, so dies, das, dann würde ich das theoretisch machen. Boah, ich finde das sehr krass, wirklich. Das sieht maximal geil aus. Und ich finde das auch sehr nice, dass du hier auch die dBs runterstellen kannst, wenn du einen Equalizer hast, der das verstärkt und kein Rauschen da sein soll. So ist es. Und je nach Klangquelle, die du abnimmst, zum Beispiel hast du vielleicht eine Trompete, die sehr laut ist. Dann möchtest du vielleicht eine Dämpfung drauf haben. Jetzt kommt der beste Teil. Скажи, где найти любовь? Ищешь меня до рассвета, вспоминая наше детство. Убивает надежда, умирает надежда. Ты ведь не тупая, позабудь обо мне. Туристisch, aber trotzdem gewohnt irgendwie. Das erinnert mich ein bisschen so an UAD, so von dem man das anfasst, aber sogar noch hochwertiger sogar. So, das ist schon. Ein Feature möchte ich dir noch zeigen. Und zwar, du hast halt sehr viele Auswahlmöglichkeiten in dem Produkt. Und das hat natürlich auch Schwierigkeiten, weil wie entscheidest du dich jetzt für den optimalen Klang, oder? Ja. Und was oft passiert ist, dass du halt in einem Studio den Künstler im Aufnahmeraum hast und den Toningenieur im Abhörraum. Jetzt ist natürlich nicht sehr komfortabel, wenn du dem Künstler sagen musst, wie er das Mikro einstellt. Wie wir das jetzt gelöst haben, ist, man kann... Du hast eine Remote-Control, du hebst das ab. Und dein Toningenieur kann das mitnehmen in seinen Monitoringraum und kann von seinem Sweet Spot in live abhören, welche Soundcharakteristik am besten passt. Oh, das Teil ist ein Transformer. Man kann theoretisch eigentlich. Man kann theoretisch einfach nur das mitnehmen und überall Musik machen. Wir haben generell über die ganze Linie einen
super Sound. Preislich starten wir hier bei 160 und gehen hier bis 3.500 Euro. Und dazwischen haben wir halt Schritte. Dazwischen ändern sich so halt ein paar Sachen. Ja. Hier zum Beispiel kannst du, wie du gesagt hast, diese Low-Cut und diese Sachen nicht einstellen, aber hast trotzdem ein sehr klaren Soundbild. Genau. Hier hast du quasi dasselbe Soundbild, aber nur mit diesen Charakteristiken, wo du nicht einstellen kannst. Hier hast du mit dem Low-Cut und den Dezibeln und dem Soundbild. Zudem kann ich dir noch was sagen, das ist das Mikro mit dem geringsten Eigenrauschen. Oh. Das ist perfekt für leise Quellen, geflüsterte Stimmen, also Podcasts, wenn du ganz viel Details haben willst, ganz nah rangehst, dann kannst du das perfekt mit dem Mikro machen. Tag. Und Hightech-Specs komplett. Also alles, was ihr in unserem Produktportfolio seht, ist von uns designt und maßgeschneidert designt und entwickelt. Und das ist halt auch sehr wichtig, weil es gibt sicher viele Firmen und Geschäftsfälle da draußen, die einfach darauf basieren, dass man etwas neu verpackt und dann ein vielleicht sogar ein sehr exorbitantes Preisschild dran hängt. Ich sage deswegen immer, man merkt das auch, für mich ist das krasseste Produkt das, was quasi der Dienst des Volks ist. Also wenn du irgendwie im Dienste des Volkes bist, um Kunst zu erschaffen und dich fragst, was das Volk brauchen könnte und dann etwas erschaffst, zum Beispiel, wir gehen 800 Jahre zurück, es gab nur Lederrüstungen. Und dann kam irgendein Idiot und hat wahrscheinlich gesagt, oder ein Psycho, und meinte, ich mache jetzt Rüstung aus Metall. Mhm. Und jeder hat gesagt, Bro, die Rüstung ist viel schwerer, die ist viel heißer und die ist viel teurer. Ich kaufe die nicht. Und ich kenne sowas nicht. Wir haben unsere hier auf Körperrüstungen, die schützen uns. Hat niemand gekauft. Der hat sich aber was gedacht. Der meinte, okay, es werden weniger Leute sterben. Aber ihn hat niemand geglaubt. Dann hat er irgendwann gesagt, Bro, ich schenke euch 1000 Rüstungen. Geht in die Schlacht, wenn ihr weniger stirbt, kauft ihr von mir. Mhm. Und seitdem, du weißt, was so überhaupt mit Schmiedeindustrie passiert ist, aber das, weil es Dienst des Volks gab. Und so, wenn man immer so einen Hintergrund als Produktentwickler hat, finde ich, hat man immer Erfolg. Aber genau wie du sagst, gibt es Leute, die versuchen so das Rad 2 Milliarden Mal nochmal zu verpacken und sagen, ah, jetzt haben wir da 19 Zoll und nicht 17 und jetzt haben wir es grau und Spaceship Grey und so. So ist es, so ist es. Und speziell als neue Firma hast du natürlich auch den Anspruch, da musst du einfach einen Mehrwert bieten. Ja, ja. Weil es ist natürlich so, es gibt viele Mikrofonmarken da draußen, es gibt sehr viele Produkte und die einzige Daseinsberechtigung ist natürlich, einen Mehrwert zu bieten. Du hast das... Boah, Spinne sieht einfach aus wie Dings, Bruder, was ist das? Bro, ich will in den Krieg ziehen, wenn ich das Mikrofon... Das ist so ein Atomding halt. Aber das finde ich schön, das sieht man daran zum Beispiel, dass du halt trotzdem futuristischer gedacht hast, weil das irgendwie die einzigen Mikrofone sind, die zu heutiger Zeit überhaupt gemacht wurden. Oder? Ist der nicht schön, Alter? Das ist schon krass, Alter.